und wieder im Jahr 1938 Intermezzo. So bin ich da reingekommen. In der einen Minute ein Taxifahrer, in der anderen ein geachteter Mafioso. Hat es Ihnen nichts ausgemacht, Menschen zu töten? Normalerweise haben die Leute damit ein Problem. Wissen Sie, ich gehöre nicht zu den Leuten, die gierig nach Blut sind. Ich brauche keine Gewalt in meinem Leben und ich suche keinen Ärger. Aber ich habe auch keine Gewissensbisse. Die wollten uns übers Ohr hauen, also mussten wir ihnen zuvorkommen. Keine Ausreden. Es war mir egal. Das Schicksal anderer hat mich nicht interessiert. Alle sagten, Geschäft ist Geschäft und die Familie hält zusammen. Anders als alleine zu leben und niemand gibt einen Cent um dein Leben. Plötzlich wirst du von allen Leuten, die du triffst, respektiert. Jeder weiß, dass du ihm helfen kannst, aber ebenso gut sein Leben zerstören kannst. Und jeder versucht, sich bei dir beliebt zu machen. Und was ist mit der Polizei? Sind die einfach wieder abgezogen nach so einem Massaker? Einfach so? Hatten sie keine Probleme damit? Sie sind Polizist. Sie sollten's wissen. Sie wissen, dass die Mafia die ganze Stadt kontrolliert. Die Salieri-Familie verdient jedes Jahr über 25 Millionen. Die Zeitungen waren voll davon. Aber niemand hat etwas gesehen, wenn ihm sein Leben lieb war. Wir haben den Bürokraten 6 Riesen im Monat gezahlt. Ihre Bosse bekamen Alkohol zum Einkaufspreis und zusätzlich Prämien von Salieri und Morello für besondere Jobs. Verfahren eingestellt, aus Mangel an Beweisen. Die Bullen haben für uns ganze Lieferungen Alkohol transportiert. Ich nehme an, Sie haben etwas davon gehört. Und was war mit Ihren 2 Freunden? Denen ging es besser, als man denken sollte. Salieri hatte einen guten Arzt für seine Jungs. Der hat niemals zu viele Fragen gestellt. In ein paar Wochen waren sie wieder gesund und munter auf der Straße. Der Einzige, der uns Sorgen gemacht hat, war Morello. Er wollte der große Fisch sein. Das konnte Salieri nicht zulassen. Salieri hatte nicht vor, die 2. Geige zu spielen. Wissen Sie, ein Mann wird ein Dorn, weil er gierig nach Macht ist. So ein Mensch kümmert sich nur um seine eigenen Gesetze. So läuft der Hase, Detective. Und so ist er sein eigener Boss. Unabhängig von der Polizei, vom Staat, von allem. Deshalb wird ein Mensch zu einem Dorn. Salieri und Morello wollten beide alles. Sie haben sich immer gegenseitig bekämpft. Aber sie wussten beide ganz genau, was auf dem Spiel stand. Der große Unterschied zwischen ihnen lag in ihren Methoden. Ich habe eine Geschichte über Morello gehört. Es tut mir leid, Sir. Ich du Idiot. Wollte das nicht. Weißt du, was du getan hast? Weißt du, was so ein Wagen kostet? Ich bin langsam gefahren, Mr. Morello. Ich weiß nicht, wie... Willst du etwas sagen, dass ich in deinen Wagen gefahren bin? Nein. Sir, ich wollte nur... Ich wollte... Es ist... Nein, Sir. Nein. Was tat, fährt mir in den Weg? Herzallerliebst. Salieri hat sich als Geschäftsmann Respekt verschafft. Jeder wusste, dass er nichts vor ihm zu fürchten hatte, solange man tat, was er wollte. Sie wussten, dass sie zu Mr. Salieri kommen konnten, wenn sie etwas brauchten. So hat sich Salieri Freunde gemacht, hat oft Leuten bei verschiedenen Problemen geholfen und hat das Gleiche von ihnen erwartet. Wenn ihn jemand hinterging, brach er eine eiserne Regel. Und jeder wusste, was passieren würde. Morello war nur ein mieser Bastard. Er hat seine Macht mit Gewalt aufgebaut. Selbst seine Freunde hatten Angst vor ihm. Die meisten haben versucht, ihm aus dem Weg zu gehen. Und damit geht's weiter mit dem nächsten Level Fair Play. Und wir schreiten voran in der Zeit, 1932. Hör zu, Tommy. Ich habe einen riskanten Job für dich. Ich wüsste keinen besseren für den Auftrag als dich. Du bist ein guter Fahrer und du hast Erfahrung. Also, kurz gesagt, morgen fahren die besten Wagen ein Rennen auf der Rennstrecke.
Und ich habe auf einen Jungen gewettet, der bislang einer der Favoriten war. Ich habe ihm bei seiner Karriere ein wenig geholfen. Ich mag schnelle Autos und habe mir gesagt, dass ich bei dieser Investition etwas verdienen könnte. Du verstehst. Jetzt sagt Ralf mir, dass irgend so ein Europäer rübergekommen ist, dessen Wagen mit Sicherheit gewinnt. Ralf kennt Autos, dafür hat er ein Händchen. Aber sonst ist er ein kompletter Idiot. Hätte er das nicht sagen können, bevor ich auf den Jungen gewettet habe? Aber trotzdem, was zum Teufel hat ein Typ von Gott weiß wo hier zu suchen? Das sind amerikanische Rennen. Der Consigliere hier und ich haben überlegt, was man tun kann, weil viele von unseren Jungs auch auf ihn gewettet haben und bestimmt nicht glücklich sind, wenn sie alles verlieren. Und wie würde ich dann dastehen? Wie ein Vollidiot, Tommy. Das kann ich nicht zulassen. Wir haben den Consigliere gefragt, was wir tun sollen. Wenn ihm etwas zustoßen würde, das wäre nicht mein Stil, kein Fair Play. So kann ich meinen Sieg überhaupt nicht genießen. Ralf hat gesagt, er kennt jemanden, der die Werkstatt auf der Rennstrecke bewacht. Dahin gehst du heute Nacht und bringst den Wagen von diesem Europäer zu einem Mechaniker. Aber der kennt sich mit solchen Maschinen aus. Er kümmert sich um ihre und dann verbessert er unsere. Sobald er damit fertig ist, bringst du den Wagen zurück. Es ist wichtig, dass der Wagen wieder zurück ist, bevor es jemand bemerkt. Und fahr den Wagen bloß nicht zu Schrott. Oder lass dich von den Bullen schnappen. Verstanden? Ja, Boss. Wenn du das schaffst, kriegst du natürlich einen Teil des Gewinns, klar. Jetzt geh. Ralf sagt dir, was und wo. Und so viel kann ich schon mal sagen, während wir mit Ralf reden sollen, das ist einer der beschissensten Aufträge im ganzen Spiel, denn das, also wir müssen jetzt einerseits das erledigen hier und später müssen wir noch das Rennen fahren, das kann ich schon mal verraten, und das Rennen ist sauschwer und es gibt wohl sogar Patches dafür, die das Rennen vereinfachen oder die den Schwierigkeitsgrad des Rennens anpassen. Ich spiele aber komplett ungepatcht, so wie ich das Spiel damals gekauft habe. Weil ich das schon mal hingekriegt habe, dachte ich mir, das schaffst du auch nochmal. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Beeil dich, Tom. Wir haben nicht viel Zeit. Na klar, Don. Hey, Luigi, alles fit? Tut mir leid, Tom. Ich bin echt beschäftigt. Ach, schade. Hieß er überhaupt Luigi? Ich glaube schon, oder? Ich habe doch so ein schlechtes Namensgedächtnis. Was ist denn das hier für eine Pennertonne? Wer weiß. Und wir kriegen einen neuen Wagen, wie es aussieht. Komm ich jetzt noch nicht rein. Überraschung. Ja, sieht eigentlich ganz nett aus. Das könnte der Schubert 6 sein, glaube ich. Mal gucken. Sammy. Quatsch, nicht Sammy. Wie heißt denn Ralphy? Ach, unterm Wagen. Alles klar. Hey, Ralph. Kuckuck. Kuckuck. Hier. Hey, Ralphy. Weißt du was Genaues über diesen Job? Sicher, Tommy. Du musst zur Rennstrecke fahren und dir den Wagen dort ausbauen. Mein Freund Bobby arbeitet dort. Geh hinten rum und auf dem Weg ist das Torhaus. Sagt Bobby, dass Ralf dich geschickt hat. Dann führt er dich zum Wagen. Das ist mit ihm so ausgemacht. Und dann? Du musst ihn nur in die Werkstatt von meinem Freund Lucas Bertone bringen. Die ist in Newark unter der Giuliani Bridge. Werden sich ansehen und ein wenig dran rumschrauben. Dann bringst du ihn wieder zurück. Sollte ein Kinderspiel sein. Aber du musst vor 1.15 Uhr fertig sein. Dann wechseln die Wachen und könnten bemerken, dass jemand in der Nacht mit dem Wagen gefahren ist. Da darf nicht der kleinste Kratzer dran sein. Und geh den Bullen aus dem Weg, die dürfen dich nicht erwischen. Und wie komme ich dahin? Ach ja, der arme Ralphy, das muss schon schwer sein mit Stottern. Also ich weiß nicht, ich habe mir, als ich damals The King's Speech gesehen habe, ich weiß nicht, wer von euch den gesehen hat, aber in dem Film geht es ja letztendlich auch ums Stottern, beziehungsweise um einen Stotterer. Denn der Vater von Queen Elizabeth, ich habe leider gerade den Namen vergessen, heißt der King James, ich bin mir gerade nicht sicher, der war auch ein Stotterer. Und damals sind Radioansprachen der Herrscher gerade groß in Mode gekommen. Es ging da auf den Zweiten Weltkrieg zu.
Und als Stotterer dann auch noch Ansprachen halten zu müssen, ist natürlich ein bisschen beschissen. Und deswegen dreht sich's in dem Film um den König und, also der eigentlich nur der Zweite in der Thronfolge war, aber sein großer Bruder, der war nicht regierungsfähig und hat das Amt wieder abgegeben, weil er doof war. Und es geht also um den König und seinen Sprachtrainer. Ich finde den Film großartig, hat damals auch einiges an Oscars gewonnen. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, schaut euch The King's Speech an, ist super. Und jetzt reden wir mal mit Ralphie, der mit uns zeigt, wie wir die Karre knacken können. Also ich habe hier was Neues, war keine große Sache, einen mitgehen zu lassen. Hier, steck einfach einen Draht hier rein, dreh ein bisschen und du kommst rein, wo du diese beiden Kabel verbinden musst. Was auch immer. Hauptsache, wir kommen rein. Ja, das dürfte kein Problem sein. Danke, Ralphie. Und spar bloß nicht am Benzin, Tom. Finde Bobby. Okay. Dann knacken wir mal die Kiste. Und es ist ein Schubert 6, wie ich mir dachte. Das erste halbwegs ordentliche Auto, das wir kriegen. Wobei die Kiste davor eigentlich auch ganz okay war. Aber der Schubert 6 ist dann doch schon ein bisschen annehmbarer, finde ich. So, und dann geht's los mit Fair Play. Bis 1.15 Uhr müssen wir fertig sein. Das heißt, wir müssen uns sputen. Das ist echt eine Mission, wo man schnell fahren muss, gleichzeitig aber auf die Bullen achten und aufpassen, dass man keinen Unfall baut. Und mit der Fahrphysik hier bei Mafia ist das gar nicht so einfach, muss ich mal so sagen. So, da fahren wir jetzt da bis zum Ende, dann links, dann wieder rechts und dann okay. La 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 la. Irgendwie hoppelt das gerade so lustig hier. Jetzt nicht mehr. Ach Mann, ich hoffe, hier sind keine Bullen unterwegs, denn dann wird es ein bisschen döver. Solange keine Bullen zu sehen sind, kann ich aber ordentlich auf die Tube drücken. So, wir kürzen mal ab. La la la. Gut, das sind alles keine. Schön. Hallo, wir fahren hier lang. Hui. Ich brauche nicht mal die Handbremse drücken, um hier schön zu driften. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt uns erstmal rechts halten und dann muss ich unten erstmal gucken, wie wir hier weiterkommen. Ihr müsst ja doch mal bremsen. Ja, will nicht rum. Okay, wir müssen glaube ich einfach nur geradeaus dann da unten. Mal schauen, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ist schon ein paar Jahre her, dass ich das gespielt habe, muss ich zugeben. Ja, jetzt fängt es wieder zu ruckeln an. Super. Die Pennerfrauen hier. Die Pennerfrauen vom Arbeiterviertel. Supi. Ja, wir müssen einfach nur geradeaus. Gut. Und dann eine ganz lange Landstraße, bis wir irgendwann auf die Rennstrecke kommen, wenn ich mich recht entsinne. So, wer fährst du lang? Ich fahr mal lieber hier lang. Weil ich jetzt nicht wusste, ob der noch links abbiegen will oder nicht. Man kann sich da nie so ganz sicher sein. Genau, hier ist die Karte zu Ende. Aber hier kommen eh keine Abzweigungen mehr. Jetzt können wir ein bisschen Gas geben. Hui. Hui. Hier scheint auch keiner mehr zu fahren. Das ist auch supi. Genau, da fängt schon hier der Racing Circuit an. Und ich weiß gar nicht, wie es jetzt aussieht. Ob wir hier jetzt... müssen wir jetzt aussteigen? Oder wie ist das denn? Hallo? Hallo? Lässt du mich rein? Nein, Sie müssen Ralfs Freund sein. Na klar. Das stimmt. Okay, wir nehmen Ihren Wagen. Na. Der ist übrigens, ich habe heute mal auf einer Timeline geguckt von Mafia, weil ich einen Text geschrieben hatte, wo ich mal eine Jahreszahl wissen wollte. Der ist genauso alt wie Tommy hier, der Kollege. Die sind beide im Jahr 1900 geboren. Kannst du bitte losfahren? Das wäre sehr schön. Ach, der kommt mit, okay. Da rein und rüber zur Werkstatt. Also Tommy ist ja auch schon nicht mehr der Jüngste, aber es geht schon noch. Also, was müsste er sein? 32, ne? Ja, das ist schon okay. Soho! Ich würde mir gerne ein bisschen mehr Zeit lassen hier, aber ich mache lieber so schnell wie möglich, denn ich habe keine Lust, dann übelst hetzen zu müssen mit der Karre, wenn wir dann vor allem keine Unfälle mehr bauen dürfen. Und jetzt sacken die Frames schon wieder hier runter. Ich hasse es.
Das übliche Problem, aber ich will eigentlich nicht immer davon reden. Das nervt ja wahrscheinlich auch, wenn ich jedes Mal anfange hier zu sagen, die Frames spacken wieder rum. So, hier und so, ne?